Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach der Begegnung von Marcia Worms, Rot-Weiß Koblenz, Ende von 1987, Zuschauer mit 1:2 für Koblenz. Ich begrüße recht herzlich Gästetrainer Adrian Alipur und unseren Trainer Peter Tretter. Ja, Herr Alipur, Sie haben das erste Wort. Ja, hallo zusammen. Ja, ich denke, dass wir alle ein sehr zähes Fußballspiel gesehen haben. War mit Sicherheit kein Augenschmaus. Darum ging es aber heute für uns auch gar nicht. Wir sind in einer zweiten englischen Woche, mussten Mittwoch noch über 120 Minuten gehen. Und für uns ging es einfach nur darum, komplett aktiv heute in den Räumen zu arbeiten, Räume zu schließen, auf kurzen Anlaufwegen immer wieder Gegenspieler zu attackieren, um ja, den Spielfluss vom Gegner auch irgendwo ja, zu zerstören. Haben einfach versucht, es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen, so viele Probleme wie es geht, oder vor so viele Probleme wie es geht zu stellen. Und ja, hatten in der ersten Halbzeit nicht viel nach vorne hin, hatten aber trotzdem Distanzschüsse oder einen Distanzschuss, wo wir gefährlich gewesen sind, haben es trotzdem geschafft, auch in Führung zu gehen. Kriegen dann leider das 1-1, weil wir da in der Verteidigung nicht ganz auf der Höhe gewesen sind, haben es dann aber trotzdem noch geschafft, in Führung zu gehen. Und was die Jungs dann in der zweiten Halbzeit kämpferisch geleistet haben, da kann ich wirklich schon den Hut verziehen, haben alles rausgehauen. Man hat gerade gesehen, sind richtig zusammengesackt in der Kabine, weil sie bis zum letzten Korn gekämpft haben. Und das ist halt Abstiegskampf. Da muss man kämpfen, da muss man bereit sein, einfach zu spielen, da muss man bereit sein, mit ganz großem Willen zu spielen. Und dieses Klein-Klein, diese Schönspielerei hat uns die letzten Wochen Punkte gekostet. Deswegen haben wir die Spielweise geändert. Das haben die Jungs sehr gut umgesetzt und damit bin ich sehr zufrieden. Euch, Peter, wünsche ich noch einen guten Saisonverlauf und allen anderen hier drin viel Gesundheit. Vielen Dank. Peter, wie schaut dein Statement aus? Ja, guten Tag zusammen. Erstmal Glückwunsch zum 2-1-Sieg. Ich greife mal gerade das Wort Wille auf, was du eben genannt hast. Und den habe ich zur Pause von meinem Team komplett vermisst. Also die erste Halbzeit war katastrophal von unserer Seite. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben uns die Woche über gut auf den Gegner vorbereitet, wussten wie um die Schwere und trotzdem um die Wichtigkeit dieser Aufgabe. Und trotzdem hatte ich das Gefühl nach 10 Minuten, dass die Jungs einfach dann auch schwere Beine hatten, viel nachgedacht haben, eine Kopfsache gewesen, Rucksack mit auf dem Rücken hatten, um da rauszugehen und zu spielen und sind dann auch folgerichtig 1-0 Rückstand geraten, haben keinen Fluss ins Spiel gefunden, waren zu naiv in den Zweikämpfen, hatten da keinen Zugriff aufs Spiel. Und hatten uns vor der Pause, glaube ich, ein oder zwei Möglichkeiten rausgespielt, um da etwas konsequenter vom Tor zu sein, vielleicht mal ein Tor zu machen. In der zweiten Halbzeit gehe ich mit. Da haben wir zwei Möglichkeiten mit dem Pfostenschuss. Dann Lattentreffer von Cihada, dann der Ball vom Sommer, der auf der Linie geklärt war. Da haben wir Möglichkeiten uns rausgespielt, waren dann auch, glaube ich, besser im Spiel drin. Haben dann auch unser Spiel umgestellt, mehr über lange Bälle gespielt, mehr über den zweiten Ball gegangen. Trotzdem haben wir es versäumt vor der Pause einfach. Das Gesicht zu zeigen, das ich mir heute erwartet habe, in so einem wichtigen Spiel. Das habe ich meinen Jungs auch vorhin im Kreis klar angesprochen. Und das hier dann auch, so klar muss ich es ansprechen, Ansprüche, die Jungs haben und die Wirklichkeit, die Realität auf dem Platz, die ist nicht aktuell. Und da müssen die Jungs mit auseinandersetzen. Ich bin der Trainer, ich bin dafür verantwortlich, ich stelle mich auch hier hin und halte meinen Kopf hin. Trotzdem sind aktuell bei uns Leute dabei, die einfach nicht, habe ich das Gefühl, einfach nicht das Herz auf dem Platz lassen für die Marcia. Und da müssen wir in den nächsten Wochen, in den 5-6 Wochen einfach gucken, wer da ist, wer für das Team, wer dem Verein alles gibt. Und die Jungs, die spielen danach und die Jungs, die nur für ihr eigenes Ego und nur für sich spielen, die müssen dann in Zukunft draußen bleiben. Und dann nehme ich auch Niederlagen in Kauf. Wenn ich das Gefühl habe als Trainer, dass jeder Spieler, der auf dem Platz steht, 100% gibt, habe ich kein Problem damit. Aber so eine erste Halbzeit wie heute, die werde ich mir in Zukunft nicht mehr gefallen lassen. Danke. Dankeschön, Peter. Gibt es Fragen seitens der Presse? In der Regionalliga-Reife der Mannschaft gab es ja schon die ganze Saison über einige Fragezeichen. Sind da jetzt noch 4 bis 5 dazugekommen oder ist die Frage beantwortet? Nochmal. Hinter der Regionalliga-Reife der Mannschaft, auch spielerisch, aber auch kämpferisch, du hast ja eben sehr emotionale Worte völlig zu Recht aus meiner Wahrnehmung gewählt, aber wie würdest du das einordnen? Na, ich bin eigentlich der Letzte, der hier hinstellt und irgendwelche Spieler an der Bank stellt. Ich bin der Trainer von der Mannschaft, bin dafür verantwortlich, wie die Mannschaft draußen spielt. Ne? Aber trotzdem haben wir Jungs dabei, die noch träumen vom Profifußball.
Und das habe ich eben in der Runde gesagt, dann ist die Realität aktuell eigentlich eine andere. Und wenn ich dann auf dem Platz bin und bringe Spielergeschick mit jetzt hin, dann kann ich zumindest mal bis zum Schluss mit Leidenschaft und mit Zweikampfverhalten das Spiel zu Ende bringen. Und das hatte ich heute phasenweise nicht. Und deshalb haben wir auch heute verdient, 2-1 verloren gegen eine Mannschaft, wie es der Adrian gesagt hat, die einfach mehr Wille und mehr Mentalität an den Tag gelegt hat. Und nur so kannst du im Abstiegskampf bestehen, anders nicht. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Da bedanke ich mich, wünsche Ihnen noch einen weiteren guten Rundenverlauf. Das war die Pressekonferenz der Regierung Marzia-Worms Rot-Weiß-Koblenz. Sie wurde Ihnen präsentiert von Rogo Motor. Tschüss.